du trinkst gerne Softdrinks und befindest dich derzeit in Österreich, dann solltest du die Finger von den Flaschen lassen. Denn in einer Coca-Cola-Fabrik ist ein Fehler passiert. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich Metallteile in den Flaschen befinden. Und zwar nicht nur in Cola, sondern auch in Fanta, Sprite und Mezzomix und allen Light- und Zero-Produkten. Insgesamt 26 Millionen Flaschen sollen vernichtet werden. Dabei handelt es sich um alle 0,5 Liter Flaschen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 4. Februar 2025 und dem 12. April 2025.